Den Gigantoraptor muss man auf eine ganz besondere Art und Weise zähmen. Man muss die Eltern ablenken mit einem Ei. Dieses fressen sie dann. Und in der Zeit muss man sich in das Nest schleichen und einen Tanz mit dem Baby aufführen. Bei Erfolg kann man dieses dann zähmen, aber man darf sich natürlich nicht von den Eltern erwischen lassen. Und genau das ist heute die Challenge. Wir werden heute einen Gigantoraptor zähmen, ohne ein einziges Mal zu sterben. Und dafür fangen wir natürlich erstmal als neuer Überlebender an. Kurz nach dem Spawn wurden wir direkt von einer Titanoboa überrascht. Deswegen mussten wir jetzt erstmal die Beine in die Hand nehmen. Als ich mich gerade von dem Schrecken erholt hatte, schlängelte schon die nächste Schlange über einen Stein in meine Richtung. Am Strand angekommen, wurde es auch leider nicht besser. Doch dann traf ich endlich auf ein freundliches Gesicht, nämlich die gute Faye, die wird mich heute unterstützen. Hallo! Als wir dann einen Moment durchatmen konnten, haben wir erstmal die ersten Ressourcen gesammelt und auch die ersten Werkzeuge hergestellt. Dabei konnten wir dieses Spektakel beobachten. Drei Megalodon jagen da gerade einen Pelagornis. Das heißt für uns, wir gehen auf jeden Fall nicht in den Ozean. Jetzt hatten wir schon mal das Grundequipment und auch Waffen, um uns zu verteidigen. Aua! Oh! Mit unseren neuen Speeren haben wir uns dann erstmal über die wehrlosen Inselbewohner hergemacht. Denn wir brauchten natürlich auch Nahrung. Als nächstes haben wir an einer sicheren Stelle am Strand unser Strohhaus errichtet. Und jetzt hatten wir endlich ein Zuhause. Nun ging es erstmal ans Farmen und ans Leveln. Der nächste Punkt auf unserer Liste war ein Schmelzofen. Mit diesen konnten wir Metallbarren herstellen. Und mit unseren ersten Metallbarren haben wir dann eine Werkbank gebaut. Außerdem haben wir uns auch noch einen Bogen und Betäubungspfeile hergestellt. Und mit diesen sind wir dann auf die erste Expedition gegangen. Das Ziel von dieser war es, zwei Raptoren für uns als Reittiere zu zähmen. Aber dann hatten wir auf einmal eine ganz andere Begegnung. Was war das? Katze! Katze! Lock sie zu mir. Wo ist sie? Bestimmt hinter mir. Ich hab sie gebolert. Okay. Lieber zu viel als zu wenig. Oh. Gekillt. Ups. Das ist sad. Ich hätte lieber gewartet. Der hätte es warten müssen, glaube ich, weil... Ich hatte Angst, dass er uns wieder angreift. Ah, Entschuldigung. Ja, leider ist deshalb unsere Expedition leer ausgegangen und wir sind erstmal nach Hause zurückgekehrt. Auf dem Rückweg haben wir dann diesen Triceratops samt Baby gesehen. Wir haben uns dann dazu entschlossen, das Elternteil zu töten und das Baby zu adoptieren. Du sagst Bescheid, wenn wir schießen. 3, 2, 1. Ja, vorne auf dem Dings ist halt immer blöd. Ja, ja. Ach, guck mal, der hat schon voll kassiert. Nice. Da ist das Baby. Na dann. Juhu! Wie soll's denn heißen? Das ist deiner. Kannst du dir aussuchen. Manu. Der kleine Manu. Okay. Soll ich den Sattel lernen oder willst du den Sattel lernen? Nee, lern den mal. Das ist gut. Aber damit haben wir unseren ersten kleinen Dino. Schon bald war der kleine Manu dann auch vollständig ausgewachsen und hat dann auch seinen Sattel bekommen. Und dann war auch schon das Level für die ersten Flugsaurier-Sättel erreicht. Deswegen wollten wir einen Pteranodon zähmen, der vor unserer Haustür war. Level 15 leider nur, aber besser als nix. Dann war auch schon die Sonne untergegangen und wir haben tatsächlich den ersten Tag überlebt. Übrigens nochmal eine kleine Ergänzung zu den Regeln.
Wenn einer von uns beiden hier sterben sollte, dann ist die Challenge gescheitert und wir müssen komplett von vorne anfangen. Also der andere kann dann nicht alleine weitermachen. In der Nacht hatten wir uns auch beide noch eine vollständige Chitin-Rüstung hergestellt. Und ansonsten sind wir fast nur am Feuer geblieben, weil es draußen so kalt war. Als es dann endlich wieder ein bisschen wärmer war, hat sich Faye auf dem Terranodon gesetzt und ist dann losgeflogen Richtung Berge, denn dort wollte sie Kristall für uns besorgen. Diesen Ausflug musste sie aber ganz schnell wieder abbrechen, weil die Ausdauer von dem Terranodon einfach sehr, sehr miserabel war. Dafür hatte sie allerdings etwas anderes im Dschungel gefunden, nämlich ein potenzielles Reittier für uns, einen weiteren Säbelzahntiger. Hey! Hast du ihn? Nee. Jetzt habe ich ihn. Ich habe halt nicht die richtigen Pfeile drin. Oh. Ich habe die Pfeile nicht dabei. Ich habe alles rausgepackt. Wie viele Pfeile brauche ich denn? Was schätzt du? Weiß ich nicht. Hau rein. Der ist 70. Ist halt gleich wieder los, oder? Unser Vogel ist fast tot, du musst aufpassen, ne? Ja, ja, ja. Ich habe keine Bolas mehr. Aua. Ich konnte ihn gerade irgendwie nicht nochmal bolern. Er kommt wieder. Er ist down, er ist down. Nice, wir haben ihn. Hast du Filet dabei? Du hast doch gerade Kinder geschlachtet, oder? Nein, ich habe sie nicht getötet. Ich habe kein Fleisch dabei. Also ja, Fleisch ist im Pteranodon. Wundert euch übrigens nicht, wenn hier mal neue Dinosaurier stehen, die gezähmt sind. Das sind meistens Babys, die wir irgendwo aufgegabelt haben. Die Zähmung von dem Säbelzahntiger hat übrigens auch ohne Probleme geklappt. Und dieser wurde dann auch gleich auf die Probe gestellt. Ich helfe mit. Versuch's mal mit unserem ohne Zahn. Hier oben sind sie, der kommt schon. Ja. Ey, der hilft mir ja gar nicht. Oh, der Säbelzahntiger hat richtig lange gebraucht. Oh mein Gott. Ja. Alter, sind die stark. Weg, ja. Der Pteranodon ist gone. Ja, wir haben denen das Problem auch schon mal gelöst mit dem alten Pteranodon. Ich guck mal, ob der... Ach, der ist der. Ey, der war so Schmutz. Mit dem Säbelzahntiger kann man übrigens richtig, richtig gut Leder farmen. Der erste Ausritt mit unserem Sabertooth. Boah, 270 Schaden hat er auf den Kopf gerade gemacht. In der Zwischenzeit hatte Faye sich auch noch einem Pteranodon gezähmt und jetzt haben wir uns gemeinsam auf die Suche gemacht nach einem weiteren Pteranodon, damit wir beide fliegen können. Pteranodons. Was ist das für ein Baby? Hyänodon. Oh, da vorne, pass auf, du musst aufpassen, da vorne sind Hyänen, die Eltern sind da noch. Das ist ein ganzes Rudel Hyänen. Ich weiß nicht, ob wir dagegen kämpfen sollten. Die Antwort ist übrigens ja, wie ihr hier sehen könnt. Boah, ich krieg richtig viel Schaden. Ja, wir probieren es trotzdem. Okay, einer ist down. Okay, hier ist noch einer. Die rennen halt Gott sei Dank weg, das sind Feiglinge. Oh, 17 Level. Ja, wollte gerade sagen, okay. Das war richtig gut, der Fight. Und du selber wahrscheinlich auch so viele Level, weil ich bin auch übel gelevelt. Okay, krass. Ich meine, wir kommen überhaupt gar nicht zu dem, was wir machen wollen. Wir haben einfach einen Rudel an 1000 Viechern. Ja, wir sollten halt gleich mal ein bisschen sortieren. Also... Ich kann nichts dafür. Du hast auch gesagt, du willst sie haben. Was soll ich machen? Ja, ich weiß. Wir brauchen auf jeden Fall einen Pteranodon, sonst können wir gar nichts machen. Ja, beiden. Aber deswegen wollten wir dahin. Wir wollten ja deswegen dahin. Und den Triceratops wolltest du haben.
Ein Glück hat Faye danach relativ schnell noch einen zweiten Pteranodon gefunden. Sehr gut. Machst du mit Pfeilen? Ja. Filet müsste ich noch haben. Ja. Oh, das vergammelt aber gleich, das Filet. Das sollte aber noch reichen. Hier, es gibt eine Hyenodon-Kühltasche. Rüste ein Hyenodon damit aus, um mehr Fleisch transportieren zu können, das auch länger frisch bleibt. Als ob. Sieh an. Als das ob. Das ist ja übel gut. Das heißt für uns, wir können in dieser Kühltasche die Eier lagern, die wir für die Zähmung von dem Gigantoraptor brauchen, weil die sind dann viel, viel länger haltbar. Dank unserem neuen Pteranodon konnten wir anschließend endlich gemeinsam auf Kristallsuche gehen. Dabei haben wir auch die ein oder andere Explorer-Note gefunden. Das gibt natürlich nochmal schöne Zusatzlevel. Und auch Kristalle haben wir gefunden. Mit diesem konnten wir uns dann das Awesome Spyglass herstellen. Das seht ihr unten in der Leiste in Slot 8. Und wir zählen hier gerade nebenbei noch einen weiteren Triceratops. Denn jetzt wollten wir so langsam anfangen, Eier zu sammeln für die Zähmung. Und die erste Idee war halt, die beiden Triceratopse dann miteinander zu paaren. Ich habe dann auch nochmal einen kleinen Umweg zu einem Drop gemacht. Und dieser hat sich auch wirklich gelohnt. Hier waren zwei richtig gute Brustpanzer drin. Und dann haben die beiden Triceratopse auch schon die ersten Eier gelegt. Diese konnten wir dank unserer Kühltasche auch schön lange haltbar verstauen. Und jetzt haben wir beide aufgesattelt und sind mit unseren Flugsauriern das erste Mal auf die Suche nach dem Gigantoraptor gegangen. Wir waren ungefähr insgesamt eine Stunde unterwegs, haben aber leider keinen Gigantoraptor gefunden. Deswegen sind wir erstmal wieder nach Hause geflogen. Am nächsten Tag sind wir dann nochmal losgeflogen, aber diesmal in eine andere Richtung. Und dort sind wir dann auch endlich fündig geworden. Da ist einer, vor mir, am Ufer. Ja. Level 10, das ist perfekt. Und da ist auch ein Baby. Oh mein Gott. Der ist aber auch hübsch von den Farben. Mhm. Türkis. Baby sieht aber auch genau gleich aus. Ja, ja. Da ist ein Karnorch. Ja, es ist halt echt ein katastrophales Gebiet, ne? Weil wir müssen halt runter und mit dem Baby irgendwelche Tänze und so machen. Da wir das Ei jetzt nicht dabei hatten und nicht wollten, dass der von irgendwelchen wilden Dinosauriern getötet wird, haben wir uns dazu entschlossen, den Spot zu markieren und dann erstmal wieder zurückzufliegen. Aber den leckeren EP-Snack, den nehmen wir uns auf jeden Fall noch mit. Und dann bin ich auf eine nicht so gute Idee gekommen. Aber wir hätten Stego zur Verteidigung hier, wenn wir den hier großziehen. Willst du das echt machen? Weiß ich nicht, den könnten wir halt benutzen. Der ist halt direkt hier in der Nähe, wo wir einen Zähmversuch starten wollen. In diesem gefährlichen Gebiet wurde daraus natürlich nichts. Da kam direkt ein Raptorrudel aus dem Wald. Und dazu auch noch ein Kano. Als wir dann Ausdauer tanken wollten, kam plötzlich aus dem Redwood etwas Kleines, sehr, sehr Fieses geflogen. Mikroraptor, Mikroraptor, flieg hoch, flieg hoch! Okay. Hat er dich? Ja. Ist okay? Da kommt der Kano. Der Kano. Ich kann nicht hochfliegen. Ich habe keine Ausdauer. Du bist zu schwer. Aber es passt, es passt. Oh, pass auf, dass der dich nicht runterstößt, der eigene. Oh Gott. Oh Gott. Oha. Ich weiß nicht, wo ich hin soll mit dir. Der Terrorbird ist auch aggro. Hier links, oder? Hier links? Nee, der aggro, da ist ein Terrorbird, der ist aggro auf uns. Also jetzt gerade nicht, aber der ist direkt vor uns. Kannst ja, dann gehe ich jetzt hier hin. Du musst ja nur schon auf deinen Flugsaurier. Ja, okay. Nee. Da greift schon wieder irgendwas an. Geh auf die andere Seite. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der ist noch weit weg. Oh nein, der Dings kämpft gegen den...
Unser Gigantoraptor kämpft gegen Kano. Ja, ja. Lass mich runter. Ja, ja. Lass mich runter. Ich lass dich auf den Felsen runter. Okay. Kannst du dich hinsetzen? Ja. Alles gut. Hast du Ausdauer? Ja, ja. Ich glaube, unser Gigantoraptor ist gestorben, oder? Ja. Da hatten wir jetzt so lange gesucht und dann ist er einfach gestorben. Das heißt für uns, wir müssen uns erneut auf die Suche machen. Aber auf dem Rückweg haben wir noch ein Brontosaurus-Ei gespottet. Das konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Die beiden Eltern waren darüber aber nicht so begeistert. Die waren ganz schön sauer auf uns. Die haben uns sogar noch richtig weit verfolgt. Außerdem haben wir auch noch die ein oder andere Explorer-Note eingesammelt. Und Faye hat dann auch noch was anderes Interessantes gefunden. Oh, ein Tapejera 145. Oha, willst du haben? Da brauchst du auch Gilisiert für. Den kriegst du ohne nicht. Kann man den bowlern? Ja, kannst ja mal versuchen. Und dann kannst du ihn zähmen, wenn du es schaffst, ja. Aber es wird schwierig ohne Gilisiert. Ja, ja, definitiv. Ja, versuchst ihn zu bowlern. Wenn du es hinkriegst, zähmen wir den. Ja. Und damit hatte Faye ein neues, besseres Flugtier. Während sie diesen gezähmt hat, habe ich mich auf die Suche nach diesen Pinguinen gemacht. Hesperornis heißen die. Die droppen nämlich Polymer und das brauchen wir für den Gillisuit. Dann sind wir nochmal ganz schnell nach Hause, haben den alten Pteranodon weggebracht und jetzt war Faye mit ihrem Tapejara unterwegs. Wir bekamen dann auch ein Geschenk aus den Lüften von diesem Quetzal. Ich dachte erst, es wäre ein Kackhaufen, aber es war halt wirklich ein Ei. Das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und dann haben wir uns wieder auf die Suche nach dem Gigantoraptor gemacht. Es war ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen, also der war wirklich sehr, sehr selten. Zum Glück wurden wir dann aber doch fündig. Hinter mir ist einer. Oh Gott, okay. Ja. Sehr geil. 70. Ja, 70 ist natürlich schon schwieriger, aber ist okay. Weiter unten, hat er auch ein Nest? Weiß ich nicht. Ich habe erstmal nur den Gigantoraptor gesehen. Ich bin gerade so happy. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Einhorn gefunden, bevor ich die. Ja, der hat ein Baby. Der hat auch ein Nest, der ja. Hat ein Baby. Okay. Also das ist ein hässlicher. Schade. Na, ist ja egal. Wir sind dann erstmal wieder ein bisschen weiter weggeflogen, um zu üben, wie man die Eier hinlegen kann. Ich hab's gegessen. Ich hatte das Kreuzer. Tut mir leid. Oh, ich war gerade so in diesem Baumodus. Ich dachte, ich kann's dann. Tut mir so leid. Ist ja nicht schlimm. So wir haben noch drei Eier. Alles gut. Probier du es bitte erstmal aus, bevor du es mir gibst. Oh, es tut mir so. Das war Quetzer. Es war das Größte. Ja, das ist mir auch schon ständig passiert. Wie droppt man die denn mit O, oder? Was hast du gerade gedrückt? Ich hab's unten in die Leiste getan und dann die Zahl gedrückt. Das solltest du nicht tun. Ja, mit O. Einfach rausschmeißen mit O. Ja. Oh. Ist mir auch schon passiert, alles gut. Oh, guck mal, das ist aber auch groß, das Bronto-Ei. Ja. Und dann startete auch schon der erste Versuch. Fays Aufgabe war es, sich anzuschleichen und das Ei in der Nähe des Nestes zu platzieren. Und ich musste dann warten, bis der Gigantoraptor dorthin geht und das frisst und mich dann ins Nest schleichen. Wie weit soll ich denn hinschmeißen? Also wo? Leg mal das Ei dahin. Erstmal, wir testen mal. Okay. Das Bronto-Ei. Jetzt hier, ja? Ja, und dann flieg weg. Flieg hier hoch, wo ich bin. Mal gucken, ob er das wahrnimmt. Leider hat er auf das Ei gar nicht reagiert. Und dann war es auch irgendwann richtig heiß und deswegen mussten wir den Versuch abbrechen. Ich hatte schon eine Menge Schaden bekommen. Wir sind dann auch nochmal ganz schnell nach Hause geflogen. Einfach damit wir nochmal ein weiteres Ei von den beiden Triceratopsen bekommen. Und damit wir ein Gillisuit für Faye machen können, damit sie näher ran kann. Und dann ging es auch direkt wieder zurück und wir haben den zweiten Versuch gestartet.
Diesmal hat sich Faye auch deutlich näher rangeschlichen. Aber mit dem Ghillie Suit wurde sie zum Glück nicht erkannt. Du bist schon echt nah dran, ey. Ist das Ei schon abgelegt? Ja. Bis jetzt macht er noch keine Anzeichen. Ey, soll ich sie ihm in den Mund stecken oder was? Ja, er wollte partout das Ei nicht fressen und ihr seht ja, wie nah das hier schon am Nest dran liegt. Dann hatte Faye die Idee, dass es ja sein könnte, dass er nur befruchtete Eier mag. Und deswegen hat sie sich nochmal rangeschlichen und hat das befruchtete Triceratops-Ei daneben gelegt. Er geht aber direkt hin, oder? Ist er das Ei? Ja, er ist es. Okay, ich gehe ins Nest. Nee, er kommt. Ich kann nicht aussteigen auf mein Reittier. Oh, jetzt. Oh. Ja. Okay. Gerade so. Hat er das Ei schon fertig gegessen so schnell? Daran lag es nicht. Es lag daran, dass ich einfach zu auffällig war, weil wir konnten das Ei danach wieder aufheben und haben deswegen jetzt nochmal einen weiteren Versuch gestartet. Ja, er kommt. Naja, befruchtet das Ei, ich schwör's dir. Oder er hat eine Vollliebe für Triceratops. Er ist beim Ei. Mhm. Er frisst. Bin gleich im Nest. Komm schon, Baby, komm her. Das Baby läuft ums Nest rum. Er frisst noch. Er frisst noch. Das blöde Baby kommt nicht. Jetzt kommt's. Er frisst noch. Ja, ich glaube, er kommt sowieso zurück ins Nest, wenn ich das mache. Ich weiß es nicht. Oh, Zähmung 53%. Er kommt zurück. Soll ich mal warten hier im Nest? Ja, wenn du es schnell genug schaffst, wegzukommen. Oh Gott. Oh nein. Ja. Warum fliegt mein Flugsaurier weg? Ach, weil er passiv ist, wollte er flüchten, ne? Passiv ist nicht gut. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, der hat ihn angehittet. Die Mama ist runtergefallen. Oh nein. Soll ich mich ins Nest wieder setzen? Mach das, ich beobachte ihn. Nee, ist wieder da! Oh, er ist dann irgendwie an der Seite hoch. Oh Gott. Wo kam die denn jetzt her, die Mama? Ja, anscheinend ist sie da hochgekommen. Teleportiert die sich, ne? Oder teleportiert sich, ja. Gut, also, Fazit ist, es funktioniert, du brauchst mehr Zeit. Das heißt, ich könnte theoretisch versuchen, mehr Eier hinzulegen, aber ich habe halt keine mehr. Und deswegen mussten wir wieder nach Hause fliegen und dort haben wir einige Triceratops gezähmt, insgesamt 4 Stück. Das geht zum Glück relativ schnell, weil wir haben einfach immer das Elternteil gezähmt und die Babys haben wir dann gleich mitbekommen dazu. Wir haben mir dann auch noch einen Ghillie Suit gemacht, damit ich auch nicht mehr so schnell gesehen werde. Und insgesamt hatten wir jetzt 4 Triceratops-Eier. Und mit diesen befruchteten Eiern im Schlepptau sind wir dann wieder zu der Stelle zurückgeflogen. Ist er noch da? Ist weg. Nicht im Ernst. Ist weg. Als ob der jetzt weg ist. Das kann nicht wahr sein. Der war genau hier. Ich hasse mein Leben. Ich hab gedacht, das kann nicht passieren. Deswegen habe ich gesagt, es ist weg, Lassie, aber das ist wirklich passiert. Und deshalb mussten wir uns wieder auf die Suche begeben. Ich kann schon mal vorweg sagen, das Ganze hat über eine Stunde gedauert, bis wir den nächsten Gigantoraptor gefunden haben. Zum Glück war dieser nur Level 10, das macht die Zähmung deutlich einfacher. Faye hat sich dann wieder in die Nähe geschlichen und hat das Ei abgelegt. Und dann ist sie wieder in sichere Distanz gerannt. Kommt er? Ja, er kommt. Ich sneake mich in das Nest. Ich muss auf meinen Flugsaurier, dann sehe ich gleich. Ja. Ja, frisst.
bin im Nest. Sehr gut. Er frisst. Ich hab's gezähmt, ich hab's gezähmt. Okay, was mache ich mit ihm jetzt? Ich weiß es nicht. Komm mit. Komm mit, du Kleiner. Ja, er geht doch nicht mehr zurück. Er chillt hier. Okay. Ja, wie kriegen wir den Kleinen jetzt hier weg? Der ist jetzt verwirrt, der weiß nicht, was los ist. Ja, er wurde einfach seinem Kind beraubt. Ach, Gott sei Dank war der so low-level, dadurch ging das jetzt echt schnell. Der ist auch gar nicht aggro. Ja, der ist schon hübsch, ne? Hast du ihn umbenannt? Schneeball. Oh, das ist ein schöner Name. Ah, der braucht Zuwendung. Azulbeere. Hab ich nicht. Hast du eine? Hat er im Inventar bestimmt. Nee, der hat schon voll viel gefressen. Ja, gib ihm mal Zuwendung. Hat er schon. Alles gut. Ja, perfekt. Pack ihn nochmal so Essen rein. Ist er ausgewachsen? Wir haben es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Das ist der Sattel. Das ist ja interessant. Sind das so Trommeln oder was ist das? Nee, das sind so Körbe, wo es drin ist, ne? Sammeln, oder? Ja, sieht ein bisschen so aus. Ja, mach mal den ersten Ritt. Sicher? Ja, klar. Ich glaube, damit kannst du Babys aufspüren mit dem Schrei. Oh, der ist schnell. Oha. Sieht auf jeden Fall cool aus. Oh Gott, ist der schnell. Na, der regeneriert nur langsam die Ausdauer, ansonsten ist der echt cool. Und dann kann man so flattern, oder was? Ja. Das ist ja auch echt nice. Damit kann man gut entkommen halt. Ja, das ist cool, der kann halt so flattern. Wie das aussieht, total witzig. Das ist ein Raptor? Oh Gott. Ja, ich würde sagen, damit haben wir es geschafft, Faye. Ja. Schön, oder? Das ist ein gutes Gefühl, den ganzen Strapazen. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Hat echt Spaß gemacht. Sehr und gerne. Falls ihr mehr solcher Challenges sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Und, was noch? Macht die Glocke an. Genau so. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy und... Macht's gut. Bye.